Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Report. Was ich denken muss, was ich noch nicht gedacht hatte, ist, dass ja es noch weitere Plätze gibt. Die seit dem Benutzen von der Feuerzertrümmerer gut erreichbar sind. Wurden vorher einfach Felsen im Weg waren. Also zuvor kann man halt in der Schule jetzt den hier anreden. Er sagt jetzt was anderes. Er hat ja gerade gesagt, dass es halt eine Höhle gibt, wo man da auch so Steine abbauen kann, wie dann in Minecraft. Wie geht es davon weg? Und habe ich auch Rocky mal ein bisschen trainiert. Computer glitscht. Er reagiert nicht auf irgendwelchen Input. Okay. Okay. Der Hintergrund gefällt mir schon mal. Da würde ich jetzt ganz vorsichtig sein, wenn ich das fange. Der Grund ist auch was seltsam. Ich bin jetzt nicht sicher, wie es angreift. Eventuell greift es physisch an und paralysiert sich dann selbst, aber. Hier werde ich jetzt mal dann anfangen, Pokébälle zu werfen. Nach dem neueren Typen, also die Typen aus Wells dann genannt.
gab es ja schon zu der linken Zeit dann noch einen neuen Typen. Nee, ist das so. So ist das doch alles ganz gut. Das waren wir auch. Hier weitergehen, denn was das wir schon als alle noch erinnern können, ist die Höhle, die hier oben war, wo es der Bombenanschlag gewesen ist. Hier waren ja noch ein paar Felsen, die werden können wir jetzt zerschlagen. Das ist nicht schön. Schöne Dinge. Mal schauen, was Gefahr wie es hier findet. Welches mal speichern? Ja, aus Queen hatte ich noch ein paar Common Candies gekauft. Das ist dann wundert. Einfach damit wir halt im Notfall dann den Devil reduzieren können.
mal einen Superschutz einsetzen. Moment. Ah, hier macht man etwas. Schau dir mal diesen Schatz an. Du brauchst eine Pickaxe und einen Hammer. Ich will jetzt einfach die echten Erdsteine entfernen. Einfach um zu sehen, wo jetzt ungefähr ein Item sein könnte. Jetzt kriegt meine Hand am Einschlafen. Steht mit Rennen wechseln, aber ich bin es nicht.
brennen lässt. Dann hätte ich den Knochen noch freigeschaltet. Aber wie gesehen hat, lief das doch ganz gut. Das ist auch immer ganz schön, dass wir es hier bekommen haben. Jetzt erstmal wieder zurück, was mir auch wieder aufgefallen ist. Eingefallen war nicht natürlich. Bei der Giftarena, da waren ja auch Felsen, wo man da nicht vorbeikonnte.
Schlüssel haben wir noch nicht. Auch diese Käfige. Da führt halt die Hülle hin. Das habe ich ja schon. Jetzt kann das nerviger sein als gedacht. Zur Vorsicht Nummer 2. Fluchtseile, falls wir die mal brauchen werden. Thank you.
ist fast vorbei, aber ich gehe mal hier vorbei. Pokéball kaufen dann. Habe ich noch 3 Premierbälle extra. Das war's damit schon wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.